Ja, hallo liebe Retro-Freunde, hier ist der CD von Nextcam. Willkommen zum dritten Teil meiner Telling Collection. Und ja, ich hatte im letzten Ende vom zweiten Teil gesagt, dass ich heute im dritten Teil die größeren Titel zeigen wollte, beziehungsweise die späteren Talien-Titel, die eine entscheidende Bedeutung hatten von Talien, auch als es zum Ende zuging. Ich hatte ja im letzten Teil noch erwähnt, dass der wahrscheinlich erfolgreichste Talien-Titel von Talien so gar nicht gewollter war und man eigentlich auch den Titel auch gar nicht selber entwickelt hat, weil es auch gar nicht zum Talien-Portfolio passte. Man das Game aber vertrieben hat und es sich extrem gut verkauft hat, und damit fangen wir auch nämlich auch an. Und mit dem Titel handelt es sich natürlich um Airbus A320. Ein Flugsimulator in Zusammenarbeit mit der Lufthansa und der deutschen Airbus-Gesellschaft. Das Spiel selber ist, wie gesagt, nicht von Talien entwickelt worden. Es ist sogar so gesehen ein echtes Homebrew, denn ein Luftwaffenoffizier der deutschen Luftwaffe hat das Spiel in Heimentwicklung selber entwickelt. Und das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Also man muss sich fragen, ob bei der Lufthansa nicht viel zu tun ist. Denn das ist wirklich ein echter Brocken, das Teil. Wenn ich es gleich auspacke, werdet ihr es sehen. Dieser Karton hier wiegt gefühlt 1,5 Kilo. Ihr seht hier Edition Europa, das heißt, alle europäischen Fluglinien sind da drin vertreten. Es gibt noch eine US-Version, die kam 1993, da kann man auch mit seinen Airbus schön über die USA steuern und ein bisschen rumfliegen mit dem Teil. Ja, auf der Rückseite sieht man Flugsimulator, viele Tabellen, sehr, sehr viele Tabellen, noch mehr Menüs, und ich habe es mal versucht anzuspielen, aber ich habe gar nichts verstanden. Naja, packen wir das gute Stück mal aus. Spiel selber, ganz spartanisch, auf einer Diskette, nichts Besonderes. Im Spiel selber gibt's halt viel Polygongrafik, aber das ist natürlich sehr karg und nicht viel zu sehen. Als erstes finden wir in dieser Packung diese beiden Radio Communication Sector und Frequencies Transponder-Karte. Das heißt, wenn man wo hier seine Flughäfen anfunken will, muss man diese Transponder einstellen. Das ist ein riesiges Dingen mit Transponderkarten und Frequenzen, und ich verschwinde hier jedenfalls gleich hinter dem Ding. Riesendingen, wirklich beeindruckend. Hier haben wir das Ganze nochmal in Altimeter-Settings, Höhenflugkarten, High Altitude Europe Charts. Genau, hier sind die Höhenkarten, also auf welchen Flughöhen man was beachten muss. Das ist nochmal so ein 4 Quadratmeter großer Zettel. Unglaublich. Ja, und warum ich das Spiel nicht zum Laufen bekommen habe, beziehungsweise nicht wirklich was auf die Kappe gekriegt habe, mag auch daran lesen, ich habe nämlich die Pilot Manual nicht gelesen. Diese Pilot Manual hat 170 Seiten und ist nur einsprachig. Das heißt, in diesem Fall jetzt Englisch. Das heißt, um seinen Airbus in die Luft zu bekommen und das Ding auch wieder sicher zu landen und sonstige Sachen einzuhalten, hat man 170 Seiten Text zum Durchlesen. Das Ding, sind noch ein paar schöne Fotos drin von Flugzeugmodellen und so weiter, aber ich glaube, man fliegt auch nur in Airbus. Das ist jedenfalls ein sehr, sehr beeindruckendes Stück Software. Auch hier teilen typisch mit einer kleinen Einleitung, The Airline Pilot, a Dream Profession, also ne, der Traumberuf des Piloten. Ja, krasses Ding, hier steht auch nochmal Design, Layout, Programming, Rainer Bopf von der deutschen Luftwaffe. Beeindruckendes Teil. Ich habe ja mal gesagt, ich wollte ein Video-Review zu allen Talion-Games machen, die es so gibt. Nun ist bei Airbus 320 schon ein bisschen Einarbeitungszeit vonnöten. Also da muss ich mir echt noch überlegen, ob ich Bock habe, 190 Seiten Pilot-Manual zu lesen, um 10 Minuten Review zu machen, um euch zu zeigen, so, jo, man kann mit einem Ding durch die Gegend fliegen. Mal gucken, ob ich mich auch opfern kann. So, dazu ist das obligatorische Talion-Spiel-Posters dabei. Diesmal noch größer, wie alles in diesem Titel. Ein riesengroßes Cockpit einer Airbus A320. Wer sowas Schönes an die Wand hängen will, der hat genau das Richtige dabei. So, dann haben wir hier noch die ILS Approach Charts, die Landeanflugkarten für alle europäischen Flughäfen. Witzig ist, hier steht Not for real navigation. Das heißt, nicht, wenn ihr selber irgendwie Pilot seid oder so und Lust habt, irgendeinen europäischen Flughafen anzufliegen, lasst es sein, nicht hiermit. Auch ein beeindruckendes Dingen mit allen möglichen Flughäfen, Anflugkarten und so weiter 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 und so weiter. Es ist auch unglaublich viel.
Boah, hier hat man sich die Seiten direkt gespart. Krasses Teil. Der Vorbesitzer hat ein kleines Büchlein dabei liegen gehabt, wo er seine Flugrouten und so weiter notiert. Das finde ich immer nett, wenn man in gebrauchten Spielen so handgeschriebene Notizen der Vorbesitzer findet. Lustig gemacht, er war offensichtlich gut dabei und hat ihm auch Spaß gemacht. Zum Ende gibt es nochmal einen kleinen Beilegezettel, der behandelt überwiegend Bugs, die sich irgendwo ins Spiel geschlichen haben und noch nicht gefixt worden sind. Ja, und ein paar wichtige, falsche Sendefrequenzen, etc. Überwiegend Bugs. So. Ja, das Spiel hat sich so gut verkauft, dass, wie gesagt, noch eine US-Edition hinterhergeschoben wurde. Und Talion sogar dazu befähigte, noch ein bisschen weiterzumachen. Ich glaube, sonst wäre der Laden nämlich schon ein paar Jährchen früher pleite gegangen, wäre nicht 1991 Airbus veröffentlicht worden und die simulationsverrückten Deutschen hätten das Ding nicht wie verrückt gekauft. Es gibt eine Amiga-Version, eine Atari ST-Version und eine PC-Version. So, soweit zum Thema Airbus. Da es sich so gut verkauft hat, ist es natürlich auch eines der meisten Common-Titel. Kriegt man für den Amiga und für den PC echt einfach, sogar für den ST kriegt man es einfach. Könnte aber nicht als Brief verschicken, das ist schon auf jeden Fall ein echtes Paket mit knapp 2 Kilo Packungsgröße. So, kommen wir zu einem weiteren sehr bedeutenden Titel von Talion, nämlich, machen wir direkt mal weiter, Lionheart. Das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Box, wie ihr seht, ist so ein Löwenmensch abgebildet, der Kopf ist auch eingraviert in die Box, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das Spiel ist nur für den Amiga erschienen. Es handelt sich in dem Fall um so ein Action-Jump'n'Run und hat einige tolle technische Besonderheiten. Es ist so ein schöner Schuber drum, auf der Rückseite steht nichts. Wenn wir den jetzt abmachen, rutschen die Augen raus, das ist wirklich nur dieser schwarze Schuber. Da haben wir die Box, hier sehen wir nochmal den Löwen abgebildet und auch hier auf der Rückseite nichts. Ob das jetzt Stil war oder was man sich dabei gedacht hat, jedenfalls, wenn man sich das Ding im Laden angeguckt hat, konnte man jedenfalls nicht irgendwie sehen, um was es sich handelt bei dem Spiel. Das heißt, Talion ist davon ausgegangen, dass die Leute, die es kaufen, wissen, was es ist. Lionheart ist, wie schon gesagt, ein Action-Jump'n'Run. Spielt irgendwie in so einem antiken Fantasy-Welt und sieht optisch wirklich mega beeindruckend aus. Es war das vorletzte Spiel, was von Talion veröffentlicht wurde. Hier hatte man schon auf einen Kopierschutz verzichtet und über die Medien an die Spieler appelliert, das Spiel doch wirklich bitte im Original zu kaufen, weil es sich sonst von Talion nicht wirklich lohnt, weiter Spiele für den Amiga zu machen. Und dass die Raubkopierer die Szene und auch die Entwickler kaputt machen dadurch. Raubkopieren und demnach schlechte Verkäufe sorgten dafür, dass Talion-Spiele sich nicht wirklich gut verkauft haben und dass die Firma schlussendlich nicht auf pleite gegangen ist. Ja, und Lionheart hatte, wie gesagt, dementsprechend schon keinen Kopierschutz mehr, weil man sagte, damit gängeln wir nur die ehrlichen Käufer und das bringt uns nichts, wenn das Spiel 2 Tage später gecrackt irgendwo zu finden ist. So, hier haben wir die Disketten. Das Spiel kam auf 4 Disketten. Wie gesagt, nur für den Amiga erhältlich. Man hat so geschickt programmiert, dass das Spiel auf 68 auf dem normalen Amiga 500 mit einem BRAM lief, 600er. Aber man schon Routinen geschrieben hat für den 6820er und den 6830er Prozessor. Was dafür sorgte, dass das Spiel auf einem Amiga 1200 noch deutlich besser lief. Und man hat das Spiel auf einer Messe gezeigt und laut Aussage von Erik Simon war es wohl so, dass die Herren von Commodore dachten, dass Talion das erste dedicated Amiga 1200 Spiel geschrieben hat. Auch weil man mit der Farbpalette getrickst hat und so deutlich mehr Farben ermöglicht hatte. Und auch Parallax Running im Game. Dazu kommt auf jeden Fall ein Video-Review, ist ein fantastisches Spiel und es lohnt sich auch zu zeigen. Deswegen will ich jetzt auch nicht so viel über die Inhalte groß reden, weil das kommt dann im Video-Review. Die Anleitung, Hochglanz, auch wieder mit dem tollen Motiv, sehr, sehr schön gemacht. Hier haben wir eine mehrsprachige Anleitung, wieder Talion-typisch mit schöner Story. Die Grafiken zu Lionheart hat Henk Niebuhr gemacht, ein bekannter Grafiker aus den 90ern, der einen sehr unverkennbaren Stil hat, das erkennt man bei Lionheart, erkennt man auch beim anderen Titel, nämlich Flink. Flink hat er für den Mega Drive, Mega CD und auch für den Amiga, hat auch Henk Niebuhr gepixelt und naja, wer Flink kennt, erkennt auch sofort den Grafikstil von ihm wieder. Die Grafiken von Gunlord hat er zum Teil auch gemacht. Game Design Erik Simon, Grafik Henk Niebuhr. In der Anleitung sonst steht nicht viel drin, außer Ladeanweisungen und so weiter. Ja, wie gesagt, tolles Spiel.
ein sehr bedeutendes Spiel für in der Geschichte von Talion. Auch das erste Spiel, wo, nicht das erste Spiel, aber eins der Spiele, wo Matthias Steinbachs den Soundtrack gemacht hat, nicht mehr auch ein Hippel. Was dafür sorgte, dass das Spiel weniger Chiptune-lastig ist, sondern mehr orchestralen Soundtrack hat. Ja, und der ziemlich gut gelungen ist und auch gut zum Spielambiente passt. Wie gesagt, mehr dazu im Video-Review. Fantastisches Spiel, muss ich unbedingt zeigen. Der letzte Versuch von Talion, ein tolles Action-Spiel zu machen. So, ist auch heutzutage nicht billig zu bekommen. Also ich glaube so 30, 40 Euro muss man schon für bezahlen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also ich habe für meine Version auch irgendwie 25 Euro vor ein paar Jahren bezahlt. So, kommen wir zu Talions größtem Projekt, nämlich der Bernstein-Trilogie. Eine Rollenspiel-Trilogie, die im Land Lumerillion oder so spielt. Und damit handelt es sich um ein klassisches West-RPG, so im Stil eines Ultima oder so. Und ja, der erste Teil der Trilogie, fangen wir mit an, ist Amberstar. Hier noch in der Version für den Atari ST, ist auf dem Atari ST entwickelt worden, für den Atari ST veröffentlicht worden, für den Amiga und für den PC erschienen. Und ja, das ist der erste Teil der Ember-Trilogie, ist auch leider direkt der letzte für den Atari ST gewesen. Es gibt also, wie gesagt, nur Amberstar. Es ist ein wirklich sehr, sehr episches, großes Rollenspiel, was aber auch viel Einarbeitungszeit verfügt. Mit, ich zeig mal hinten, ein paar Grafiken. Es ist wirklich sehr West-RPG-typisches Party-Management, in den Dungeon gehen, sich auf Pfeiltasten durch die Dungeons klicken, eine Party zusammenstellen mit bis zu 9 Leuten, glaube ich, in der Party. Ne, 6 Leute in der Party. Genau, aus insgesamt 90 Zaubersprüchen. Genau. Also steht wirklich sehr, sehr viel. Das Spiel ist wirklich riesig umfangreich. Ich habe es auch schon ein paar Mal angefangen, auf dem ST anzuspielen. Aber also wer jetzt früher in den frühen 90ern nicht viel RPGs gespielt hat, der muss sich schon reinarbeiten. Also es ist schon viel Klicken und Partymanagement. Das Spiel ist jetzt also es ist wirklich umfangreich. Wie es hier steht, über 150 Spielgegenden, Städte, Dörfer, Dungeons, Tempel, Abwasserkanäle, Innenräume, Vogelperspektive, 3D-Ansicht. Genau, die Dungeons sind in 3D-Ansicht, man klickt sich aber Bild für Bild durch. Automatischer Kartenzeichner, Karten werden gespeichert. Wichtiges Feature, also wer auf einen Zettel ein paar Karten mitzeichnen, hat man wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Weiße, graue, schwarze Magieklassen, über 90 verschiedene Zaubersprüche, mehr als 1,5 MB brillanter Grafiken, atmosphärische Musikuntermalung. Ja, Gott sei Dank auf Festplatte installierbar und eine Karte ist dabei. Packen wir mal aus. Ein wirklich riesiges Ding, an dem sich das kleine 9-Mann-Team von Talion wahrscheinlich echt schon angefangen hat zu überheben. Hat sich aber nicht schlecht verkauft, also man hat zumindest noch einen Nachfolger. Ja. Hier haben wir die Disketten, das ist jetzt hier Disk A, Disk B, Disk C, ja, und die Backups, die dabei waren. Genau, hier, was haben wir hier? Kilogramm, Gramm, Firma, Schüler, bitte ein Geschenkpaket und Körbe. Oho. Ja, irgendeine Werbung, die hier drin ist, die kann ich direkt mal aussortieren, weil die gar nicht zum Spiel gehört. Aber jetzt habe ich, genau, hier hat jemand wieder schön handgeschriebene Notizen, ne, selber geschriebene Walkthrough. Super, ich habe noch mehr zu zeigen, als eigentlich dabei war. Handgeschriebene Karten. So, kommen wir zum tatsächlichen Inhalt. Hier haben wir nämlich die richtige Karte von der Welt von Lyramion. Eine wunderschöne Karte, die nicht nur schön und groß ist, sondern sich auch wunderbar anfühlt. Sie fühlt sich nämlich an wie echtes Pergament. Also ein rauer Touch. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ein tolles Gefühl. Also wer da wirklich vor seinem Rechner gesessen hat und geabenteuert hat, der hat auch immer die Karte wahrscheinlich schön daneben gehabt, weil eine Oberweltkarte gab es im Spiel nicht. Das hier ist der Sicherheitsmechanismus für den Kopierschutz zum Entschlüsseln. Hier gibt es wieder den originellen Bugzettel, genannt Änderungen in letzter Minute. Hier stehen dann nochmal drin, welche Bugs und so weiter es gibt, die nicht mehr im Handbuch berücksichtigt werden konnten. Auch hier das Handbuch, ein Mega-Titel, Mega-Klopper. Gut, bei so einem umfangreichen Rollenspiel ist es ja wahrscheinlich zu erwarten. Hier hat man sich natürlich auch wieder... Genau, Virenwarnung, Ladeinstallationsanleitung, Installation auf Festplatte, wichtig, das Spiel kann man natürlich auf Festplatte installieren, braucht 2,5 MB freien Festplattenplatz,
Charaktereditor, genau, hier wird man wirklich von A bis Z durch die komplette Spielsteuerung gebracht, wirklich schön gemacht. Die Anleitung ist auch 167 Seiten stark und sie ist nur auf Deutsch, also einsprachig, das ist wirklich beeindruckend. Ja, Ideenwurf, Carsten Köper, Juri Hornemann, Michael Bittner, genau, das ist seit Talion Inhouse gewesen, 1991 entschieden. Super Spiel, kommt auch ein Video-Review zu. Spielt sich heutzutage ein bisschen oldschool, ist aber ein schöner Einstieg in die Trilogie gewesen und wer waschechte West-RPGs mag, wie ein Ultima und so weiter, der sollte sich den Titel auf jeden Fall angucken. Da es eine PC-Version gibt, kann man es, glaube ich, auch einfach über DOSBox mal anspielen. Ansonsten ST, Amiga. Gibt es ja auch Emulatoren, kann man sich angucken. Ein Original schlägt je nach System auch somit 30, 40 Euro zugute. Die ST-Version ist ein bisschen seltener, da habe ich lange nachgesucht. Die Amiga- und PC-Version bekommt man aber mal häufiger. Ja, tolles RPG, hat Talion die ein oder andere Mark eingebracht, hat aber das ganze Team so weit gebündelt, dass halt wirklich nicht mehr, dass halt wirklich nicht viel Kapazität für andere Projekte war und man sich wirklich so in diese Spiele gestürzt hat, die, man hat sich wohl ein bisschen überhoben, würde ich mal sagen. So, soweit zu Emberstar. Kommen wir zum allerletzten Titel, den Talion veröffentlicht hat und der auch zudem ein großartiges Abschlusswerk war. Und dabei handelt es sich um den Nachfolger, Ember Moon. Der zweite Teil der Bernstein-Trilogie. Der dritte Teil ist nie erschienen, also man hatte geplant, einen dritten zu veröffentlichen, weil, ne, Trilogie. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Ember Moon ist der letzte erschienene Titel der Trilogie, nur für den Amiga erschienen, man wollte eine PC-Version, hatte die zumindest eine PC-Version geplant, eine Atari ST-Version hatte man auch geplant, die sind nie begonnen worden. Die Amiga-Version wurde kurz vor Schluss, vor Toros-Schluss von Talion veröffentlicht und es existiert, also das Original-Game existiert nur auf Deutsch. Es gibt keine englische Version, sondern nur eine deutsche Version. Das Spiel ist nur in Deutschland veröffentlicht worden. Man hat bei Talion noch eine englische Synchro davon hergestellt, also entwickelt, die ist aber nicht mehr veröffentlicht worden. Sie gibt's aber im Netz, es gibt gepatchte Spiele mit der englischen Synchro, sodass auch Leute außerhalb Deutschlands oder die des Deutschen halt nicht mächtig sind, diesen Rollenspielkracher genießen können. Ja, auf der Rückseite gibt's, also das Cover ist auch sehr schön, finde ich, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auf der Rückseite gibt's schon mal ein paar schöne Screenshots, die man sehen kann. Also Ember Moon setzt das System von Ember Star fort, auch hier ist West-RPG-Style, man bewegt sich durch Städte, über Oberkarten und durch Dungeons. Der Unterschied ist, dass die Dungeons bei Ember Moon nicht mehr Bild für Bild für Bild durchklicken, sondern wirklich flüssig in 3D texturiert scrollen. Und das ist technisch wirklich eine sehr, sehr herausragende Entwicklung gewesen. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass man sogar das 3D-Dungeon-Scrolling mit Texturen sogar noch auf dem Atari ST entwickelt hat. Das dann später auf den Amiga portiert hat, ein paar Blitter-Tricks angewendet hat und so liefen die sogar richtig flüssig. Ja, schönes Teil, gucken wir mal rein. Auch hier wieder der schöne gravierte Schuber. Und wie es sich zur Spätzeit des Amigas gehörte, war hier Disketten horden und zählen wirklich an der Tagesordnung. Mal den schönen Kulturbeutel hier aufmachen. Ja, die Disketten, ein ganzer Stapel Disketten. Das Spiel ist auf 9 Disketten veröffentlicht worden. Meine laufen zum Glück auch noch, das ist sehr schön. Gott sei Dank bietet das Spiel natürlich auch eine Festplatteninstallation, also die ist auch wirklich sehr, sehr empfohlen, weil sonst braucht man wirklich eine zweite Person, die daneben sitzt und die ganze Zeit Floppies wechselt. Ja, gucken wir mal rein. In die Anleitung. Genau, hier haben wir noch die Karte wieder obligatorisch von Ember Moon, auch wieder von dem Land. Auch dieses schöne haptische Gefühl einer Pergamentkarte. Na komm. Genau. Wirklich schön gemacht. Hier auch wieder die Kopierschutzkarte mit den Hieroglyphen. Und die Anleitung. Auch wieder ein dicker Klopper. Witzigerweise nicht so dick wie die Anleitung von Ember Star.
Ja, auch nett. Schön, hinten auf der Rückseite der Anleitung gibt es ein Foto des Entwicklerteams mit ja, Erik Simon hier in der Mitte und so weiter. Im schönen 90er-Jahre-Look und Frisuren. Klasse gemacht. Ja, das letzte Spiel von Talion, wenn ich mich recht erinnere, steht sogar in der Anleitung. Was geschah in Emberstar? Genau, noch eine Zusammenfassung. Genau, hier in der Anleitung steht, glaube ich, auch noch, dass man doch bitte davon absehen sollte, Kopien zu machen, denn mit Ember Moon wollte man einen letzten Versuch starten. Ob sich noch kommerzielle RPGs auf dem Amiga lohnen oder ob es sich einfach nicht mehr lohnt, also aufgrund der Raubkopierer und dem Untergang des Homecomputermarktes, ob es sich überhaupt noch lohnt, Spiele dafür zu entwickeln. Offensichtlich hat sich nicht mehr zu gelohnt. Erik Simon sagte in meinem Interview einige Jahre später, dass sich Ember Moon gerade mal so verkauft hat, dass man die Entwicklungskosten wieder reingeholt hat, aber auch nicht mehr. Und ja, so kam es dazu, dass Talion den Laden dicht machen musste und man sich von der Spieleentwicklung verabschiedet. Ein Großteil der Entwickler von Talion sind dann zu Blue Byte gegangen und haben dort ein neues Zuhause gefunden. Dort hat man dann das Spiel Albion entwickelt, wovon man sagt, dass es halt zumindest ein Ableger ist. Der Ember-Trilogie ist hier kein konkreter Nachfolger. Aber es sind schon einige Anleihen aus der Ember-Trilogie drin. Das ist dann bei Blue Byte entwickelt worden. Ja. Genau, hier ist eine ganze Menge drin. Das Spiel ist technisch wirklich fantastisch. Der Soundtrack ist auch wirklich sehr, sehr, sehr großartig geworden. Und auch von Matthias Steinwachs, der auch von Lionheart den Soundtrack gemacht hat. Und es ist wirklich, also die Anleitung ist auch schön gemacht. Also mit schönen handgezeichneten Grafiken, allem dabei. Ein riesiges Entwicklertool. Genau, witzig ist, hier steht auch die Ladeanweisung für MS-DOS, Amiga und für Atari ST und STE. Ist natürlich nie erschienen. Man munkelt, es gibt einen ST-Prototypen, aber der ist auch nicht von den Entwicklern bestätigt worden. Man hat wohl nur am Amiga eigentlich gearbeitet. Eine Demo gibt es wohl für den ST. Ja. Jedenfalls das letzte große Spiel, danach ist ein Großteil des Teams hat sich dann aufgelöst, viele sind zu Blue Byte gewechselt, haben dort dann die Entwicklung weitergeführt. Ja, Talion, eine witzige Anekdote ist, dass das 1993 alles geschehen ist, spät 1993, man bei Talion einen neuen Geschäftsführer eingesetzt hat, nachdem einen großen Teil des Teams Talion verlassen haben. Aber dieser Geschäftsführer saß dann da und hatte gar kein Entwicklungsteam mehr, weil das ganze Entwicklerteam gegangen ist. So, dass man sich überhaupt gefragt hat, was man da überhaupt noch machen wollte. Aber es wurden im Endeffekt nur noch weiter Lizenzen rausgegeben, wie zum Beispiel die CD32-Veröffentlichung von alten Titeln und so weiter. Ja, Talion, auf jeden Fall, das war's dann auch mit Ember Moon. Wie gesagt, nur eine deutsche Version erschienen, nur für Amiga erschienen, heutzutage auch relativ selten und begehrt. Also man darf schon seine 60, 70 Euro für Ember Moon bezahlen bei eBay. Vielleicht findet man das billiger. Ich habe es jetzt auch mal für 35 bekommen, in einem sehr schönen Zustand. Ja, auch Ember Moon unterstützt alle möglichen Amigas, auch den 1200er. Auf dem 1200er läuft es natürlich dann noch deutlich besser. Ja, also soweit zum Video meiner Talion Collection. Und das war jetzt der dritte Teil. Ich bedanke mich vor allem fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, liked, subscribed, teilt das Video, was auch immer. Ja, wie versprochen, reiche ich noch Video-Reviews zu den einzelnen Talion-Titeln nach. Das wird jetzt nicht in den nächsten 2-3 Tagen geschehen, sondern das wird auf jeden Fall ein längerfristiges Projekt. Und interessante Firma, interessante Story, die dahinter stand. Und Talion hat auch bewiesen, dass es mit den deutschen Entwicklern eigentlich ganz gut stand, zumindest was die technische und gestalterische Perspektive ausmachte. Aber gut, finanziell war man da noch nicht so auf der Höhe. Und ich denke, wenn so Teams länger überlebt hätten, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr was draus gekommen aus der deutschen Entwicklerszene. Naja, gut. Ist halt so, hat sich so entwickelt. Waren auf jeden Fall tolle Titel, die Talion gemacht hat. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und guckt euch auch die anderen Video-Reviews an. Vielleicht sagt euch dann ja auch der ein oder andere Titel zu oder habt ihr mal Bock, euch den auch mal anzuzocken und so weiter. Jedenfalls, okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!